So, willkommen wieder zu einer neuen Folge Pokémon Go und es ist wieder Mittwoch. Ihr wisst, was das heißt. Raid am Mittwoch. Folge, weiß ich nicht, steht ja im Titel dabei. Und wir haben wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst aus unserer Community. Und am Ende gibt es natürlich auch wieder den Schocker der Woche. Also, los geht's! Und die Woche hat angefangen mit einem kleinen Spezialtausch. Als der Ismo da war, habe ich mit ihm ein Wingull getauscht, ein Shiny, und das ist sogar Lucky geworden bei mir. Leider, ich wollte doch einfach nur das drauf haben auf dem Account noch, weil ich das Pelipper habe, aber das Wingull nicht mehr, weil ich das mal entwickelt habe. Und ich finde, das mit dem Hintergrund sieht so bescheiden aus, weil der... Wie die Sonne, das blendet einfach so und ist so grell, das ist richtig hässlich. Das sieht natürlich besser aus, wenn das Pokémon das alles verdeckt, aber so, der Vogel fliegt und man denkt, der stürzt gleich ab in die Lava und verbrennt. Also, ja, vielleicht, ich dachte früher sah das mal anders aus, dass das nicht so extrem war, ist aber leider so. Jetzt ist es auch noch Lucky, jetzt muss ich mir nochmal einen Wingull rübertauschen, damit das normal aussieht im Hintergrund. Weil die Faust sind mir da wirklich wurscht. Dann ging es weiter, der Sick hat mal wieder einigermaßen was Gutes gebrütet, sagt er hier, in 96er Luturzel. Der Bockwurst-King hat ein 100% Nebulak bekommen aus der Feldforschung, deswegen Level 15, wie ihr seht. Jakob hat uns ein Bild geschickt, wie das Wetter heute ist. Das Wetter ist Pandir, statt windig einfach mal ein Pandir, was oben auf dem Drachen rumhüpft. Sieht auch lustig aus, habe ich so auch noch nicht gesehen. Dann wieder der Sick aus der Feldforschung, ein 93%iges Aerodactyl bekommen. Lin Sierra zeigt uns die Ausbeute aus ihren 7 Kilometer Eiern. Da hat sie ein Shiny Elekid bekommen, was ich auch noch nicht habe. Das fehlt mir natürlich. Und gleich hinterher ein normales Elekid, aber mit 98% IV. Also das wird ein richtig gutes Elevoltec. Wenn sie dann noch keins hat, würde ich auf jeden Fall entwickeln und hochziehen. Und ein Mantyrps mit 93% hat sie auch noch bekommen und das hat mir auch die ganze Zeit noch gefehlt. Dann waren wir in Erfurt unterwegs, da wollten wir eigentlich nur kurz was essen gehen und haben so ein tolles Restaurant gefunden, wo von Pavarotti überall Bilder an den Wänden waren. Haben wir drin gesessen, gespeist und da gab es direkt 3 Stops von unserem Sitzplatz aus, die man erreichen konnte. Da konnte man beim Essen immer schön klickern natürlich, die Stops drehen, ein paar Pokémon fangen. Wenn man nicht so geizig wäre, hätte man auch Module anmachen können, aber ich wollte mich dann doch eher aufs Essen konzentrieren. Der Horsti, eingesackt, ein 100% Gekka Boar, was er sich ja hoffentlich aufhebt für den Community Day, der noch kommen wird, auch mit Gekka Boar. Leider nur Level 3, aber wenn er das hochzieht, da geht ein bisschen Staub drauf, aber ein 100er lohnt sich sicherlich immer. Kommt auf 2700, ist trotzdem aber ein richtig guter Pflanzenangreifer. Der Leosai, gerade aus der Feldforschung gezogen, ein 98%iges Starmie, auch Level 15 deswegen. Dann bin ich aufgestiegen mit Honey auf beste Freunde, da gab es wieder 200.000 Erfahrungspunkte. Der Bockwurst-King nochmal, hat auch getauscht und hat ein 100% Glücksrabauz bekommen. Richtig coole Sache natürlich. Das würde ich auf jeden Fall so lassen, denn das ist viel mehr wert, als wenn er das entwickelt und dann ein Kikli hat oder ein Nocturne oder ein Capoeira, weil zur Not könnte man die auch wild fangen mit 100%, aber ein Rabauz, das könnt ihr eben nur brüten oder eben durch Tausch bekommen. So. Dann die Linzira wieder, mein erstes. Jetzt hat sie auch endlich ein 0%iges Pokémon. Bei ihr war es also ein Natu, Level 10, 000. Sieht sehr gut aus, da freut man sich natürlich immer. Gerade aus dem Ei gehopst, ein Lampi mit 100% hinterher. Also da sind wieder die Unterschiede zwischen einem Nuller und einem 100er. 100% Lampi habe ich auch noch nicht. Würde mir auch noch fehlen. Was man nicht alles auf Parkplätzen findet. Wieder mal Linzira, wieder ein Shiny. Die ist ja bekannt für ihre Glückssträhnen, die sie da hat. Aber sie spielt auch viel, ist viel unterwegs. Macht die Nacht zum Tag, denke ich da immer. Und da findet man natürlich einiges. So, ein Klingplim. Da steht kein Name dran oben, das heißt, das ist von mir. Denn dann war es auch bei mir soweit am Community Day, als ein paar Eier aufgegangen ist, habe ich mein erstes Klingplim bekommen. Aber nicht nur das. Nö, auch ein 98%iges Pichu, das habe ich aber gar nicht gemeint, sondern das kommt irgendwann viel später, egal, ich beziehe mich nachher nochmal darauf. Gerade für jemanden gefangen vom Thorsten, er zeigt uns ein wettergeboostetes 100%iges Heatran.
Also auch richtig gute Sache. Ich habe ja leider keinen 100er bekommen. 110 Raids habe ich ungefähr gemacht von Heatran. Mein höchstes war nur ein 96er. Ich habe da auch noch nichts gemaxt und so. Dann die Tina. Tina und Thomas zeigen uns. Erster Tausch des Tages. Der kleinere Gelbe hat wieder mal das Perfekte. Also zwei Glückskarbador, ein 100%iges auf der rechten Seite, links ein 82er. Richtig gute, hohe Level auf jeden Fall. Sah richtig gut aus. Also Glückwunsch dafür natürlich. Mein Gott, der Bildschirm. Nein! Ja, jetzt sind wir wieder am Anfang, dann mache ich einen kleinen Cut und melde mich gleich zurück. So, bei den Glückskarbadoren waren wir und weiter geht es mit dem René. Gerade bekommen ein 98%iges Despotar aus dem Raid natürlich. Thomas hat noch ein Kanimani bekommen, auch 100% hat er hoffentlich am Community Day auch entwickelt und hochgezogen, weil das wirklich ein richtig guter Wasserangreifer wird. Und vom Kanimani Day auch Nebels ein Foto geschickt. Die Kanimani Familie auf Spaziergang, wie die vier da aufeinander hängen und die Teile sehen einfach lustig aus. Die sehen aus wie Iswo einfach, so verplant und verpeilt einfach nur. Linsierer Erfolg, natürlich auch ein 100%iges Kanimani gehabt, entwickelt und ein Impagador draus gemacht mit Aqua Haubitze. Auch Terrorzicke konnte mit einem 100% Kanimani daherkommen. Jetzt aber das Bild, was ich vorhin die ganze Zeit gesucht habe, nämlich die Klingplim, wo ich also eins bekommen habe. Und bei der nächsten Ladung gingen sogar noch zwei auf. Da waren noch zweimal Klingplim dabei. Und ganz unten links, was ihr jetzt gar nicht sehen könnt, gibt es auch noch ein Mantir. Das war auch mein erster Pokédex-Eintrag davon. Jetzt habe ich also alle Babys dabei. Braucht nur noch ein paar Shinies. Der Horsti mit einem Glücksrettern, 100%, wieder nur auf dem zweiten Account. Und der Furzbob, ein Deoxys mit 96% die Angriffsform. Jetzt in den X-Raids, wisst ihr ja, da wird wieder ordentlich geradet. Und auch wenn man mit dem Teil nichts macht, ein 96er kann man ja mal mitnehmen. Linke Networks hat ein 100% Pionscora gebrütet, denke ich mal, Level 20. Ja. Würde ich sogar so lassen, würde ich gar nicht entwickeln. Erst wenn ich zwei habe, weil das geht bestimmt schnell. Dann habe ich mal den Screen reingenommen, weil ich das korrekt fand. Da bin ich gerade durch die Stadt, wollte Richtung Heimat und an den zwei Arenen. Eine davon ist ja neu. Links die Kirche, war früher ein Stop, ist jetzt auch eine Arena. Beide Arenen waren blau, an beiden war ein Flunkiefer Raid. Und was habe ich das Teil früher verfolgt und gesuchtet? Und jetzt einfach dran vorbei, beide stehen lassen, war scheißegal. Aber ich fand, das sah gut aus, diese zwei Türme, so mächtig empor, mit den beiden Flunkiefers drauf. Da seht ihr auch, dass ich geplust habe. Während der Fahrt natürlich nicht mit dem Handy zocken, deswegen ein bisschen plussen. Ja, das Rettern vielleicht mitnehmen. Dann bin ich aufgestiegen mit One Bad Super Julia. Ich weiß nicht mal, wer das ist und wo die herkam, aber der waren auf die Punkte scheißegal. Da hat er typisch Andy noch vermittelt. Ich sollte dann einfach mein Geschenk aufmachen, wann ich möchte. Habe ich dann gemacht, wieder 200.000 Erfahrungspunkte. Danke dafür nochmal. Dann der Bockwurst King, nochmal ein Bild aus dem Internet. Was der nächste Raid-Boss wird nach Heatran, Ho-Oh, Lugia und einer schlägt natürlich vor, ein weiteres Generations 4 legendäres, aber der wird gleich gefeuert, aus dem Fenster geschmissen, weil bei Niantic, wir wissen ja wie es läuft, da gibt es immer nur Ho-Oh und Lugia 10 mal zurück, dass sich auch wirklich alle freuen. War jetzt gar nicht so, ist ja was anderes gekommen, Kyogre und Groudon sind ja da, da sind natürlich auch die meisten froh drüber. Jetzt brauche ich nur noch einiges an Bonbons. Die Terrorzicke hat hier ein 99%iges Melmetall entwickelt. Ja, und das möchte sie wahrscheinlich jetzt noch hochziehen, obwohl 99 gibt es ja gar nicht. Eigentlich gibt es ja nur 100 und 98. Da könnte sie mal die Sätze durchdrücken, dann wüsste sie genau, was das ist. Neuer Pokestop. Aber das ist nicht nur einer, denn es gab eine ganze Welle an Pokestops, die uns erreicht haben. Hier seht ihr es, die Stone Angels. Oh, kann man nicht lesen, ist auch dazugekommen, der zweite, der dritte ist auch dazugekommen, ein vierter, wie wir sehen, eine neue Arena, die Trauerkapelle, die vorher ein Pokestop war, ist jetzt auch eine Arena geworden. Und dann ging es nochmal weiter, noch ein Spielplatz in der Rosa-Luxemburg-Straße und beim Caritas noch ein Stop. Also da kam mächtig was rein. Sehr schön, wenn der Barspartag natürlich kommt und man die Stops braucht, dass jetzt einfach mal 2 Millionen Stops noch dazugekommen sind.
Der Brian hat sich hingegen gefreut über ein wildes Rasaf mit 1413 Wetter geboostet, denn die sind ja auch relativ selten. Ich kann mich gar nicht erinnern, ob ich überhaupt schon mal eins wild gefangen habe. Wenn ihr eins gefangen habt, schreibt es mal rein. Genau, macht keiner. So, dann der Bockwurst-King wieder in seinem Raid, hat er ein 98%iges Deoxys bekommen. In der Angriffsform leider nur 14 Angriff. Gerade die Angriffsform nur mit 14. Da hätte ich mehr erwartet. Und der Hoffi hat ein 96%iges Heatran noch bekommen, kurz vor Ende. Weil das ist er jetzt nicht mehr da. Da hat er nochmal zugeschlagen. Der Brian zeigt uns hier einen Enton mit Haarwuchs. Ein Enton gemischt mit Traunfugil. Sieht auch lustig aus, passt auch. Also so könnte man Enton immer ins Spiel bringen. El Woppi, wieder aus einem Raid, ein 100%iges Barmelin. Das nächste 100er für ihn. Ich habe noch keins. Ich mache auch keine Barmelin-Raids mehr. Die 100er sind momentan ein bisschen hinten angestellt bei mir. Ich versuche eher auf Shiny-Jagd zu gehen. Mit unlauteren Mitteln. Und dann bin ich noch aufgestiegen mit Linke Networks zu besten Freunden. Da gab es auch wieder 200.000 Erfahrungspunkte. Hosti hat ein bisschen getauscht, hat uns hier gezeigt. Er hat also seinen Skorpion entwickelt und 87%, das Janma 93%, das Kanimani 98%. Leider kein Lucky, sonst hätte man das auch noch schön hochziehen können. Das 93er Janma ist wahrscheinlich noch das sinnvollste Grad, wenn er das entwickelt für Gen 4. Was hat er hier noch? Ein 98er Nasknet, das auf jeden Fall behalten und entwickeln für Gen 4. 96er Griffel und ein 93er Toxi-Quack. Ja, aber auch wieder ein niedriges Level da beim Toxi-Quack. Am besten immer noch Nasknet, also meine Favos hier, das mit der großen Nase und hier das Janma, finde ich schon korrekt. Der Sick aus dem Raid bekommen, ein Makuhita mit 96%, 15, 14, 14, ist ja auch ein gutes Kampf-Pokémon. Und oh mein Gott, was hat der denn für einen Level, wenn der Balken schon so groß ist, aber dass er nur Level 20 darstellt. Ja, so ist das, wenn man jeden Tag einen neuen Account anlegen muss, weil man die Zugangsdaten vom alten Account vergisst. Dann ist man nicht so weit, dann steht man immer wieder vorne dran und ja, so kann man es auch natürlich machen. Der Bockwurst-King zeigt uns noch ein Bild von Chuck Norris, WP unendlich, KP unendlich, Kampftyp natürlich. Chuck Norris Bonbons, Gewicht 87 Kilogramm, 1,78 Meter groß und viele haben sich auch gefragt, zu was kann man den denn entwickeln, denn da ist ein Entwicklungsbutton mit 50 Bonbons, kann man das machen, aber wo kriegt man den Chuck Norris Bonbons her? Es gibt ja nur einen Chuck Norris, ihr könnt nicht noch einen fangen und noch einen haben. Und ihr wisst, ihr lauft nicht mit Chuck Norris läuft mit euch. Oder so wäre das dann ungefähr. Dann gab es wieder einen neuen Pokestop und einen zweiten neuen Pokestop auch noch dazu. Also der Barschwartag kann wirklich kommen, da tut sich einiges. Und es ging natürlich los auch, seitdem Groudon und Kyogre da sind und wir wissen, dass beide in der Shiny-Variante verfügbar sind. Hier ein Bild von Linge Networks, der sich da schon eins geangelt hat. Auch relativ gute IV, würde ich mal sagen. Könnte den besten Satz haben, außer es hat genau 80, wenn es 80 gibt. Auf jeden Fall zwischen 78 und 84. Die Linsira eben gebrütet, mal eben gebrütet noch ein Shiny Tansa, auch richtig gut, Level 20 daher. Und der Leosai auf dem kleinen Account auch ein Groudon bekommen in der Shiny-Variante und das hat sogar richtig gute IV. Ihr seht 23, 26 und ja, das war's aber glaube ich von jetzt. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. So, und da kommen wir zum Schocker der Woche und der kommt dieses Mal von Stefan Landei. Der hat mir in Facebook nämlich ein Video geschickt und das wollen wir uns jetzt mal gemeinsam angucken. Da hat die Katze einfach mal ein wildes Meltern gefangen. Das saß da rum, sie hat einfach die Pfote draufgelassen. Es hat drei Bälle nacheinander geworfen. Der letzte hat sogar getroffen. Dann war es eingetötet, also so kann man es auch machen. Deshalb legt euch Haustiere zu. Katzen, Hunde, Mäuse, Ratten, was auch immer.
Nein, macht's nicht, ist egal, ist Quatsch. Aber das war's von diesem Mal. Ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach nächstes Mal wieder, wenn wir wieder die Highlights der Woche für euch zusammengefasst haben, was so alles passiert ist. Und ich denke mal, es werden auch noch ein paar Shinies kommen, vielleicht auch ein paar Hunderter, wer weiß. Ich denke mal, jetzt wird wieder mehr geradet als bei Heatran. Aber das war's von mir. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses.